Das filmst du jetzt wieder, gell? Grüß euch, da ist euer Vogelmeier auf der Mission Blutwurz und heute sind wir in Oberstdorf bei den netten Damen, bei der Claudia und bei der Renate. Und jetzt fragen wir gleich mal, was man in Oberstdorf alles so Schönes machen kann. Was kann man machen in Oberstdorf? In Oberstdorf können Sie ganz viele Sachen besuchen, zum Beispiel die Breitachklamm. Und wir haben auch drei Seitentäler, das Stillachtal, das Trettachtal und das Breitachtal. Das ist bei Tiefenbach beginnt die Breitach, die kommt vom Kleinwalsertal raus. Wir haben natürlich auch ganz bekannt das Nebelhorn. Der schwarz-weiße Ritter mit dem schwarz-weißen Pferd und dem schwarz-weißen Sattel und dem schwarz-weißen Schwert reitet durch den Wald. Skispringen, die Vier-Schanzentournee, wenn die ist, das hören wir, das kriegt man live mit. Da geht der ganze Zug dann auf und kommt bei uns vorbei und trinkt noch vorher ein Schnäpsle, weil sie dürfen ja nichts mitnehmen. Das ist ja Achso, da dürfen wir nichts mitnehmen, das ist natürlich schlecht. Da muss man da beim Penning auch schon was trinken. Da muss man vorher zu uns kommen und schon einen kleinen Schnapsal trinken und nachher kann man zum Springer gehen. Das ist richtig, das liegt auf dem Weg. Vorglühen. Vorglühen, so ungefähr. Ja, das Ding immer. Nein, ist ja super, weil die Schanze ist wirklich gleich da oben, die Schanze, und wenn die da oben springen, wenn wirklich einmal einer schafft und springt 450 Meter weit, dann fliegt er direkt durch die Scheiben da im Penningerlohn rein. Dann hat er sich aber auch ein Schnapsal verdient, würde ich sagen. Da trifft der schwarz-weiße Ritter mit dem schwarz-weißen Pferd und dem schwarz-weißen Sattel und dem schwarz-weißen Schwert den rot-grünen Ritter mit dem rot-grünen Pferd, dem rot-grünen Sattel und dem rot-grünen Schwert. So, da ist er, der Vogelmeier, auf der Mission Blutwurz. Mit dem Penninger Rucksack rein und da ist er auch abgebildet, aber hey, das ist er sauber rasiert und kriegt extra für euch rein, mit einer schönen Flasche Blutwurz. Und jetzt geht's dann auf. Jetzt gehen wir dann raus und schauen wir uns den schönen Ort einmal direkt selber an. Pferd und dem rot-grünen Sattel und dem rot-grünen Schwert, den schwarz-weißen Ritter mit dem schwarz-weißen Pferd und dem schwarz-weißen Sattel und dem schwarz-weißen Schwert darf ich mit dir ziehen. Die gute Landluft, wegen dem von den Leuten her, damit sie den schönen Geschmack in der Nase haben. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht gleich Kopf über vorne rein, weil sonst ist der ganze Vogelmeier im Eimer. Dann wird das nichts mehr, der Blut wird nichts mehr. Aber das sind einfach so die Points of Interest, die wir uns da anschauen können. Da ziehen der schwarz-weiße Ritter mit dem schwarz-weißen Pferd und dem schwarz-weißen Sattel und dem schwarz-weißen Schwert und der rot-grüne Ritter mit dem rot-grünen Pferd, dem rot-grünen Sattel und dem rot-grünen Schwert und der blau-gelbe Ritter. So, jetzt haben wir da ein echtes Oberstdorfer Original, den Ludwig, gell? Ja. Und der kennt sich aus, der weiß, was läuft. Nein, und wie. Das ist nicht, ich bin ja, eigentlich bin ich ein Wirsepper da heute. Der Flüchtling. Ein Flüchtling, woher? Ja, aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Maronetal. Da kommst du her? Da kommen wir her, unsere Familie. Wie lange bist du schon da? Ja, 700 Jahre. 700 Jahre? Ich persönlich nicht. Also die Familie? Familie, ja. Und treffen den kunterbunten Drachen mit dem kunterbunten Rachen und dem kunterbunten Kopf und dem kunterbunten Schopf. So, der Penninger in Oberstdorf, der hat sogar eine eigene Katz. Und der gefällt da ganz gut erinnert. Und die Katz möchte unbedingt den Rucksack da gewinnen, gell? Den kriegt sie aber nicht, weil da muss man alle Penninger Standorte besuchen, dann kriegt man auch den Rucksack. Aber für die Katz haben wir da so ein kleines Schälchen, da kannst du einen Schnaps rausdringen, die mag den auch besonders gern, gell? Na, jetzt geht's, jetzt mag sie ihn doch nicht, anscheinend. Da frisst der kunterbunte Drache mit dem kunterbunten Rachen und dem kunterbunten Kopf und dem kunterbunten Schopf den schwarz-weißen Ritter mit dem schwarz-weißen Pferd, dem schwarz-weißen Sattel und dem schwarz-weißen Schwert und den rot-grünen Ritter, dem rot-grünen Pferd und dem rot-grünen Sattel und dem rot-grünen Schwert und den blau-gelben Ritter mit dem blau. So, jetzt sind wir da an der bekannten Skisprungschanze, wo auch die Vier-Schanzentournee stattfindet. Und die ist wirklich narrisch hoch. Jetzt gehen wir da nochmal auf. Dann renne ich einmal auf und rutsche einmal runter, und wenn ich es dann überlebt habe, dann sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, dass ihr da wart, das hat mich narrisch gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören, jawohl, habe ich dir und bis zum nächsten Mal.